Hallo Leute, ja, dann wollen wir mal gucken, was wir hier für Forschungsmöglichkeiten jetzt mittlerweile haben. Wir haben ja jetzt so ein paar Objekte mitgebracht, wo wir sehen können, dass wir die Forschungspunkte hochbringen und ja, Gehäuse gescannt. Oh, das haben wir schon fertig, das können wir also auch noch hier abhaken. Betrachte, und da gibt es eine neue Mission wahrscheinlich dann, ne? Statte ein Terrarium mit Erde aus, statte. Ah, auf Desolo sollen wir das Ganze dann auch noch machen, ne? Okay, jetzt schauen wir aber mal hier weiter. Okay, Kalidogo ist das andere Planet, da waren wir noch nicht. Desolo ist das Stil. Warte, Fortschritt vorwärts, das ist doch auch fertig, ne? Platziere Unterkunft und platziere Landeplattform, haben wir geschafft. Gegenstand kriegen wir jetzt im Buggy. Ein Roversitz und Bonuspunkte bei der Dingens. Ja, wird schon passend sein, auch wenn es jetzt hier fällt es ja runter, dann muss man es mitnehmen. Sicher wie Häuser. Platziere Unterkunft oder Landeplattform auf Silvia. Platziere Unterkunft oder Plan Unterkunft auf Kalidor. Okay. Ach so, und dann da. Oh nee, das braucht kein Mensch so viel, ne? Gehäuse. Okay. Drucke und fülle einen mittleren Ressourcenkanister. Haben wir immer noch nicht gemacht. Sicherung von Häusern. Tiefer graben, Malachit sammeln. Verschaffung von Malachitproben zur logistischen Bewertung. Logistischen, ne? Ja, logistischen Bewertung. Okay. Haben wir den Malachit noch irgendwo hier? Weiß ich nicht. Finde und sprenge einen Exokoffer. Ja, da müssen wir Dynamit für machen. Ich sehe gerade, ihr seid immer noch nicht im Großbild. Das machen wir mal als nächstes, ne? Sorry. So, naja, okay, ihr habt das aber auch mitgekriegt hier, wir jetzt noch schauen, was wir als nächstes hier machen. Augen auf Lithium, sammeln Lithium, 3 Stück. Haben wir nicht schon Lithium gesammelt? Nutze eine Handelsplattform, um Ressourcen zu erhalten. Das haben wir doch auch schon irgendwie gemacht, oder? Okay, eine Handelsplattform haben wir doch da hinten, ne? Oder haben wir die nicht? Ich dachte, ich hätte schon eine Handelsplattform. Doch, oder? Da ist so eine Rakete gewesen, ne? Ist die gerade unterwegs oder was? Oder vertue ich mich jetzt? Nee. Was ist das hier? Das ist es doch, oder? Exo-Auftragsplattform. Eine Handelsplattform ist was anderes, oder was? Missionslogbuch? Missionslogbuch. Warte mal, wir müssen jetzt gerade schauen. Was bastelt der denn hier gerade? Eine Feststoffschubdüse, Aluminium, Ammonium. Ammonium liegt da, oder? Und Aluminium. Könnte das da sein? Nein, aber das da. Ja, lass dir mal die Feststoffschubdüse drucken. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Aber ist auch nicht schlimm, wenn da eine jetzt mehr liegt, weil da drunter klebt schon eine und ich glaube, die ist schon passend, oder? Ein Roversitz. Ein Buggy. Ja, den bräuchten wir jetzt nicht so direkt, aber wäre dann der Punkt, dass man den Buggy vielleicht auf einen anderen Planeten noch mitnimmt, ne? Der würde da so direkt reingehen, ne? Und der geht ja bei mir in einen Rucksack, ja. Dann würde ich das tendenziell tatsächlich jetzt so handhaben, dass ich den mitnehmen würde. Und dann auf einen Planeten, einen neuen Planeten komme. Keine Ahnung, wie der jetzt hieß. Und schaue, dass ich dann dahin komme, ne? Kalidor war das. Dass wir mal nach Kalidor fahren. Da müssen wir 5 Gehäuse scannen und das kriegen wir dann schon hin, oder? Und ich weiß jetzt nicht, wie die Luftversorgung sein wird, aber wir können ja notfalls mit der Rakete auch sofort zurückfliegen. Weil jetzt einpacken wollte ich den jetzt nicht da, ne? Den legen wir mal dahin, weil den brauchen wir ja dann. Hier wird noch reichlich gefordert. Wie viele Forschungspunkte hatten wir denn überhaupt? Haben wir gar nicht hier geguckt, das war ja falsch, ne?
Hier sind Forschungspunkte. Oh, 11.400. Das ist jetzt schon mal eine Hausnummer, ne? So, das bedeutet, wir gehen mal gerade in das Große gucken. Was gibt es denn da? Unterkunft ist klar. Autoextrahierer. Das ist eigentlich das, was wir brauchen, oder? Kriege ich das dann? Ja. Und das ist doch mal gut, ne? Weil den wollte ich schon immer haben. Freigeschaltet. Und den werde ich wahrscheinlich an einem größeren Drucker bauen müssen, oder? Wo ist denn hier die Rakete? Ach, da liegt was drauf. Gebrauchte Ausschlachten. Kann das sein, dass die deswegen nicht zurückkam oder so? Keine Events verfügbar, inaktiv. Warum inaktiv? Stromanschluss ist dran, ne, oder? Ja, sieht so aus. Inaktiv. Warum ist die inaktiv? Weiß ich nicht. Da war die Feststubschubdüse, die kommt jetzt mal hier noch mit hin, weil die müssen wir auch noch mal schreddern oder sowas, ne? Kann das sein? Er ist immer noch am Forschen, das ist auch gut so. Und hier war jetzt ein Drucker, ne? Unterkunft. Autoextraktor, Exoship, Stahl, Wolfram, Carbid und Gummi. Okay, da haben wir natürlich genügend zu tun, ne? Vielleicht sollten wir erstmal mit einer Landeplattform anfangen für Kalidor. Ja, habe ich schon wieder vergessen. Keramik und Aluminium. Aluminium lag da. Hat er das angepackt jetzt? Jetzt. Keramik, Wolfram. Keramik weiß ich nicht. Hier, oder? Ne, Wolfram. War das nicht auch braun? Laterit. Wolfram. Aluminium, Wolfram. Hier wird schon mal nichts mehr gemacht, ne? So, das Laterit kann da rein und da ist nochmal Laterit, das kann da auch rein. Und Quarz. Weiß ich jetzt gar nicht, ob aus Quarz was ging. Glas wahrscheinlich. Zinkblende geht da auch noch hin, da kommt doch Zink dann raus. So, Kohlenstoff nehmen wir da mal raus. Wolfram nehmen wir da auch raus. Kohlenstoff geht dahin. So, da haben wir jetzt Aluminium wieder gekriegt. Okay. Jetzt ist noch die Frage, wo finden wir jetzt hier der kann da noch hin. Wenn ich den da einsetze, geht er da auch rein? Weiß ich nicht. Wir brauchen unbedingt Graphit, habe ich noch festgestellt. Lass mal gerade in den Rucksack gucken. Graphit ist drin. Den brauchen wir für den Verpacker, okay. Können wir eigentlich gerade produzieren, den Verpacker. Sollten wir da einen zweiten machen? Wir nehmen einfach das erstmal mit und gucken dann weiter. Hier ist noch Laterit. Laterit. Aluminium. Haben wir doch da auch, ne? Zink ist auch fertig. So, jetzt müssen wir aber nochmal gucken. Also hier sind ja noch ganz viele Sachen dran. Ich habe auch kein Keramik. Das war Aluminium, ne? Ja.
Keramik. Da ist jetzt nichts bei, wo sie es bauen wollte. Was hat man denn hier so? Große Plattform A. Und da war auch eine große Plattform A. Das macht nicht Sinn. Jetzt zwei gleiche, wenn. Was haben wir denn hier für ein Teil? Mittelgroßer Generator. Der braucht bestimmt. Ne, der braucht Kohlenstoff, ne? Ja. Ist alles Zink. Ach, jeden hatte ich den Kohlenstoff hingeschmissen, ne? Oh ne, das ist Zinkblende. Die kann auch hier drauf. Das ist der Kohlenstoff. Der kommt jetzt erstmal in den Generator. Und die Erdzentrifuge. Dann machen wir mal Lehm raus, oder? Jetzt brauchen wir nur aus unserem Rucksack erstmal die Erde dafür vielleicht, ne? Aber haben wir sonst noch Erde? Ich glaube nicht, ne? Ne, F war's. Kriegen wir zweimal da raus? Dann mach das mal gerade. Okay. Was ist das hier für ein Teil? Das ist Chemielabor. Sprengpulver. Aha, Kohlenstoff. Ah, super, wir haben zweimal Kohlenstoff gehabt, den haben wir jetzt nicht mehr, ne? Aber der wurde ja aus Biomasse gemacht, oder wie war das? Oh Mann. Da habe ich irgendwo noch Kohlenstoff, jetzt wahrscheinlich nicht mehr, ne? Was ist das? Zinkblender kann hier auch gleich rein. Ich glaube, sind noch zwei da und ich habe auch noch genug Plätze frei. Gott. Passt erst. Was haben wir hier noch? Leuchtfeuer, das nehmen wir erstmal mit. Das können wir auf Dingens machen, wie heißt es, auf Kalidor. Hier ist noch eine Forschungsprobe. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Biomasse, glaube Warte mal, ich habe den Dingens nicht da dran, oder? Ach, wir machen das einfach so. Aber so ist auch doof. Macht er auch zu hoch. Ja, gehen wir erstmal an die Sauerstoffversorgung. Ich habe jetzt zweimal Biomasse, das müsste ja auch erstmal reichen. So. Das nehmen wir mit. Das kann dahin. Und der Kohlenstoff, der muss jetzt da hinten dran. Da. Und dann können wir den mal starten, ne? Der müsste doch jetzt das Schwefel machen, oder? Ah,
Nee, Schwefel muss da auch noch bei. Das ist das Problem. Okay. Aber bei Schwefel weiß ich nicht mehr, wie man das macht. War das hier? Nee, ne? Doch, da Ressourcen. Also brauche ich für Schwefel. Aluminium, Titankupfer, da ist es auch nicht bei. Schwefel da. Ach, das gibt es direkt auf Kalidor und Aatrox. Das heißt, wir müssen definitiv sowieso jetzt nach Kalidor fliegen wegen dem Schwefel. Okay, dann ist das geklärt. Schwefel ist klar. Da kommen wir nicht weiter. Also unser Lehm ist hier noch drin. Den müssen wir mal gerade rausnehmen. Und den packen wir da rein, weil aus Lehm wird dann Keramik. Das läuft dann. Der kann da weg. Der auch. Aber da sind noch ein paar Plätze hier frei. Nee, nicht runterschmeißen. Soll schon ins Lager. Keramik. Keramik muss da hinten irgendwo hin, oder? Wo war Keramik jetzt reinzustecken? Hier? Nee, das waren die zwei Plattformen. Der große Drucker brauchte Keramik, genau so war es. Brauchte der zwei? Weiß ich nicht mehr. Was soll denn der jetzt drucken? Zwei Keramik passt. Aber der ist daneben, deswegen passt es nicht. So, und dann untersuchen wir das und die Landeplattform bauen wir dann. Und los geht's. Ich glaube, wir brauchen mehr Graphit, um Verpacker zu machen, damit wir doch mehr mitnehmen können. Dann können wir den großen, der da oben drin ist, der Buggy nämlich auch kleiner, glaube ich, machen, ne? Lass uns das mal gerade checken, ob das geht. Geht das? Weiß ich nicht. Geht wohl nicht. Ja, dann war es das. Okay, das heißt, wir müssen dann mehrmals hin und her fliegen, um das hinzukriegen wahrscheinlich. Oder wir verpacken was anderes. Dann, vielleicht können wir die Landeplattform verpacken, weiß ich nicht. Müssen wir schauen. Machen wir aber alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.